So Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon XD. Im letzten Part haben wir den Professor Klein endlich gerettet und haben einen Gryptoforce Lucilla besiegt. Ja, eigentlich wollte ich nur Gryptoboss sagen, aber dann musste ich doch ihren Namen sagen. So, wir müssen jetzt zu Pyritus, weil da ist eine CD, die kriegt der Forscher nicht hin und deswegen müssen wir jetzt zum guten Byte, den wir noch aus Pokémon Kolosseum kennen. So. Ja, die Musik von Pyritus hat sich ebenfalls nicht verändert. Lediglich das Aussehen hier hat sich verändert. So, da ist jetzt rechts ein neues Gebäude. So, ja, theoretisch könnte man jetzt gegen die ganzen Trainer kämpfen, aber verkürzen wir das mal. Aber holla, wen haben wir denn da, wenn das nicht Hayden und Plot sind? Was hackt hier schon wieder aus? Wieso aushacken? Das siehst du vollkommen falsch. Wir wollten hier nur was einkaufen, nichts weiter. Legt mich doch nicht an. Ich kenne euresgleichen. Ihr findet doch nichts Gutes im Schelde. Geht das doch zu. Am halblangen Wachtmeister Pierrot. Wir haben uns grundlegend geändert. Wir machen keine krummen Dinger mehr. Ehrlich. Oh nein, das zieht bei mir nicht. Nein, wirklich nicht. Ich lasse euch nicht unbehrlicht hier so herumlaufen. Also, als gehöre euch hier alles. Per aufgeblasener Affe. Hey, das hört ja doch nicht auf uns. Los, ziehen wir Leine. Ja. So, die kennen wir jetzt auch noch, so. Aber wir haben keinen Bock, mit denen zu reden. Deswegen gehen wir jetzt hier rein. Willkommen beim OnBS. Unsere Besucher dürfen sich hier im OnBS-Gebäude frei bewegen und sehen, wie unsere Sendeanstalt funktioniert. Ich heiße Tio, ich bin hier das Empfangskomitee. Es freut mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Ja, genau. Wir strahlen unsere Sendung in ganz Ore aus. Ich hoffe, du nimmst dir die Zeit, um zu sehen, wie hier alles funktioniert. Mhm. So. Ich gucke nur gerade, ob wir irgendwie irgendwo... Gut, scheinbar nicht. So. Hey, willkommen beim OnBS. Mein Name ist Lenny. Ich bin hier einer der Verantwortlichen. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Vor 5 Jahren während des Krypto-Vorfalls haben wir als winziger von Kindern geleiteter Sender angefangen. Und das hier ist heute draus geworden. Ich teile mir die Leitung mit meinem Partner Byte. Wir sind überzeugt, dass ehrliche ungeschminkte Berichterstattung Frieden und Gerechtigkeit sichert. Wie dem auch sei, wolltest du etwas Bestimmtes von mir? Ah, das darf nicht wahr sein. Team Krypto benutzt das Labor in der Wüste wieder? Okay, verstanden. Du solltest die CD-ROM sofort beizeugen. Ich bin sicher, dass er die CD-ROM entschlüsseln kann. Egal wie gut die Daten darauf geschützt sein mögen. Genau. So, ne, ich gucke nur gerade, ob hier irgendwelche Items sind. Ne, ist verschlossen. Mhm. Ich lese es jetzt nicht vor. Okay. Auch nicht.
Gott, da kommen wir später erst hin. So. Da ist ein Heiler, Heilungsteil, das brauchen wir definitiv. Heute habt ihr es auch wirklich, ne? Ja, ist ganz lustig. So, der Zugang hier ist gesperrt. Jojo. So, hallo, ich hab dich schon erwartet. Du bist Takeo, stimmt's? Ich bin Bites. Oder wie immer man seinen Namen ausspricht. Und das hier ist Watts, oder so. Er ist mein Freund und ein unverzichtbarer Arbeitskollege obendrein. Sehr freut. Wir haben das mit Professor Klein gehört. Da hast du ja eine spektakuläre Rettungsaktion hingelegt. Das ist richtig, Watts. Leider haben wir keine Zeit zum Plaudern. Schauen wir uns lieber die Informationen an, nach denen Professor Klein gefragt hat. So. So etwas habe ich schon einmal entschlüsseln müssen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ach ja, ich glaube, ich werde eine Weile brauchen, um die Daten dieser CD-ROM zu entschlüsseln. Könntest du bitte so lange warten? Hey Lenny, ich habe da eine Idee. Unser Nachrichtenteam interviewt gerade Grant an einem dieser Poképlätze zum Thema wilde Pokémon. Anstatt zu warten, könnte er doch auch zu Grant und ein wenig zusehen. Hey, das ist eine gute Idee. Toller Vorschlag, Words. Oder so immer. So. Interessierst du dich für wilde Pokémon? Nö. Es könnte jedenfalls nicht schaden, sich das mal anzusehen. Ja. Meine Güte. Ich hasse Allergie. Ja, kannst du machen. Also ein bisschen weniger lese ich vor als jetzt in Pokémon Kolosseum, da habe ich ja viel vorgelesen. Aber hier gibt es nicht allzu viel zu lesen, finde ich. Also es hält sich in Grenzen. Boah, ich hasse Allergie, wirklich. Jetzt juckt mein Gaumen, das ist so nervig gerade. Hey, findest du nicht auch, es wird langsam schwer, hier was klar zu machen? Wir sind einfach zu bekannt. Ja, ist schon klar, wenn wir uns nicht beeilen, wird der Boss wieder ungeduldig und kommt persönlich vorbei, um uns die Ohren lang zu ziehen. Da macht ihr mal keine Sorgen, ich habe dem Boss einen Peilsender, der angeheftet. Und mit diesem Radar wissen wir immer, wo er sich gerade aufhält. So sind wir immer vorbereitet, wenn er sich mit seiner Riesenbirne blicken lässt. Das muss man dir lassen, Helen, gar nicht dumm. Hä? Plot sieht so aus, als hätten wir eine E-Mail. Ah, ist der Boss. Hm, mal sehen, da steht, kommt sofort zurück. Oh Mann, der schäumt schon wieder vor Wut. Der streitet uns doch wieder das Abendessen. Wir sollten sehen, dass wir zurückkommen. Hm, so viel zum Radar, das bringt auch nicht viel, wenn er uns per E-Mail anraunzt. Tja. Ihr habt doch so einen Vollidioten. So, aber der Radar ist wichtig. So viel kann ich schon mal sagen. So, ich muss kurz was trinken. Es geht echt nett mit dem Jucken, ey. Meine Güte. Mhm. Der sieht so bescheuert aus, Grant, ey.
Ja, so lange. Ja, also der Vorteil ist, dass man auch hier, beziehungsweise auch hier, man kann hier auch wilde Pokémon fangen. Das ist halt so ein neues Feature, dass man, ja, die jetzt auch so fangen kann. Gibt interessante Pokémon wie, ja, Hopfsprost gibt es natürlich, dann ein Knackleon, ich glaube ein Stolunio gibt es auch, weiß ich jetzt gerade aber aus dem Kopf nicht, habe ich eher selten benutzt. Und halt je nach Ort, es gibt 3 Orte insgesamt. Genau. Die sind nur ein bisschen seltener. So, und da ist der letzte Poképlatz. So, dann noch zum Höhenplatz. Was glaubst du, was unser Boss als nächstes vorhat? Mann, dieses Leben macht echt keinen Spaß mehr. Ich brauche endlich mal etwas Ruhe. Hey, jetzt hör mal auf zu jammern. Du weißt doch, was der Boss immer sagt. Irgendwann wird es das Team D-Queen geben und wir werden alle Pokémon der Welt besitzen. Klar, glaubst du allen Ernstes, dass wir je sowas Großes auf die Beine stellen? Wieso nicht? War Boss? Puh, nur ein kleiner Junge. Schleich dich gefälligst nicht so an. Sei doch nicht so nervös, ich habe doch mein Radar, damit wissen wir immer, wenn der Boss in der Nähe ist. Na, stimmt. Der Radar zeigt etwas an, es ist der Boss, die Queen. Ja klar. Nein. Ja, wir kämpfen gegen die Queen. Jetzt ist er natürlich kein Krypto-Force mehr. Sondern einfach neuer, beziehungsweise, ja, ist jetzt einfach nur ein Spiel. Aber eine neue Kampfmusik, die viel, viel geiler ist, muss man sagen. Hört sich richtig geil an, dass er da alles so, der Sound passt einfach besser. So, und das ist jetzt unser erster Kampf, ne? Leute, wir hätten fast einen gesamten Part ohne einen Kampf gehabt. Das wäre echt heftig. Ja, was für ein Glück, dass wir schnell noch einen Kampf bekommen haben. Bevor der Part zu Ende wäre. Ja, das wäre echt heftig. Wenn wir mal einen Part hätten ohne Kampf. Aber was kann passieren?
So, und das ist das nächste Krypto-Pokémon. Ja, er hat ein Krypto-Pokémon, ist ja auch logisch. Nein, ist eigentlich nicht logisch, aber er hat eins. Und zwar auf Level 19. Schön, dass er uns gut DP-Punkte gibt. Können wir gut gebrauchen. So, damit hätten wir das Voltoball gefangen. So, und der Typ ist down. So, und wir kriegen hier den Queen-Radar endlich. Nein. Ja, ist klar. So Leute, das war's erstmal. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Pokémon XD wieder. Bis dann.